Das Kickbike hat das Potenzial, Stückzahlen zu erreichen, ähnlich wie Fahrräder. Fährt sich sehr gut. Wir müssen nur ein bisschen schneller fahren und dann passt das. Morgens um in die Schule zu fahren. Könnte mich daran gewöhnen. Die meisten Reaktionen der zufällig in Berlin ausgesuchten Passanten auf den Prototypen des Kicktrike sind positiv, zur Freude seines Erfinders. Ich bin der Meinung, dass das Kicktrike ein Fahrzeug ist, das in jede Metropole gehört. Ich meine, wir haben überall das Problem des Straßenraums, der verloren geht durch parkende Autos. Man erzeugt viel zu viel Abgase und Umweltbelastungen durch Autos. Ich bin der Meinung, wenn das Problem des Kleinlastentransportes mit minimierten Fahrzeugen wie dem Kicktrike gelöst wird, hat man dort an Märkte in jeder Metropole, in jeder großen Stadt auf der Welt. Die Idee begann mit der Vorstellung von einem Roller, der Lasten befördern kann. Endprodukt ist der Prototyp des Kicktrike. Das Besondere? Das Leichtgewicht ist flexibel in der Handhabung und überwindet so manche Barrieren. Und es kann große Lasten tragen. 6 Getränkekisten zum Beispiel, aber auch Postkisten oder einen Kindersitz. So sollen unterschiedliche Nutzergruppen mit dem günstigen Gefährt angesprochen werden. Eines der Aspekte bei der Entwicklung des Kicktrike war es, ein Fahrzeug zu entwickeln, das wirklich nachhaltig ist, mit dem man quasi umsonst mobil ist, wo man den Strom aus regenerativen Quellen beziehen kann, mit einem Akku, der eben nicht speziell auf das Fahrzeug bezogen ist, sondern den man als Standard-Akku von vielen Herstellern beziehen kann, mobil sein kann. Also das ist das, was mich besonders interessiert hat daran. 50 Kilometer für 25 Cent, das ist einfach ein überzeugendes Argument für so ein Fahrzeug. Und es soll kein Prototyp bleiben. Von Beginn an hatte die Entwicklung ein Ziel, die Serienfertigung. Das ist quasi die Kernkompetenz von Hans-Peter Konstin und seiner Firma. Das Kerngeschäft der Konstin GmbH ist die Auftragsentwicklung von Gehäusen für elektronische Geräte. Das machen wir seit über 20 Jahren und für sehr viele unterschiedliche Industriekunden. Das geht vom Produktdesign bis zur Serienfertigung. Geschäftsfelder also, die bei der Entwicklung des eigenen Produktes sehr hilfreich sind. Auf Basis der Erfahrung, die wir haben mit Entwicklung von Massenprodukten, haben wir das Kicktrike, nachdem geprüft worden ist, dass es eben patentfähig ist, haben wir das Kicktrike von vornherein so angelegt, dass man es als Massenprodukt auch entsprechend in großen Stückzahlen herstellen kann. Die Hauptzielgruppe sind Familien in Städten. Denkbar ist das Kicktrike aber auch für Senioren, für Handwerker, Paketbringdienste und Co. Doch zunächst ist ein anderes Einsatzgebiet anvisiert. Touristen sollen mit dem Kicktrike Metropolen erkunden. Eine klare Konkurrenz für das bestehende Segway, dabei jedoch deutlich weniger anfällig, sicherer und mit einem geplanten Verkaufspreis von unter 4.000 Euro auch deutlich preiswerter.